In meinem Video über die besten Octoprint-Plugins für 2023 habe ich euch unter anderem Octo Everywhere vorgestellt. Das ist ein Plugin, mit dem ihr eure Drucker per Remote sogar vom Handy aus überwachen und kontrollieren könnt. Und seit geraumer Zeit bietet Octo Everywhere auch die Unterstützung für Clipper-Drucker an. Und das fand ich natürlich mega genial und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, wie man das Ganze installieren kann und werde euch das in diesem Video einmal zeigen. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Ja, ihr habt richtig gehört, Octo Everywhere unterstützt mittlerweile Clipper und das war für mich Anlass genug zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, wie das Ganze denn zu installieren ist. Ich habe meinen Vron eingeschaltet und natürlich dann Stück für Stück das Ganze versucht durchzuspielen, habe das für euch aufgezeichnet und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ist wirklich ganz einfach, es gibt ein paar klitzekleine Stolpersteine, wenn ihr so blind seid wie ich, dann kann natürlich da das ein oder andere Mal entsprechend was übersehen werden, ist aber nicht wild. Ich zeige euch, wie es geht. Das erste, was ihr machen müsst, ist euch natürlich einen Account bei Octo Everywhere anzulegen. Das geht relativ einfach, in ein paar Sekunden ist das Ganze erledigt. Und dann seid ihr schon in eurem Dashboard und könnt dort einen neuen Drucker hinzufügen. Bei mir sind natürlich jetzt schon die ganzen Brewster-Drucker entsprechend hinzugefügt, also der MK3, der MK4 und der Brewster Mini. Zum MK4 wird es bald nochmal ein Review geben, da bin ich gerade fleißig am Drucken, damit ich euch wirklich ein qualitatives Feedback dazu geben kann. Von daher, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Wenn ihr dann einen neuen Drucker hinzufügen wollt, müsst ihr euch entscheiden, ob das ein Octoprint-Drucker ist oder ein Clipper-Drucker ist. Wir wollen natürlich einen Clipper-Drucker aussuchen und deswegen gehen wir hin und wählen hier Clipper aus und kommen dann auf einen Bildschirm, der uns anzeigt, das Ganze kann in 20 Sekunden erledigt werden. Okay, die Challenge nehme ich jetzt gerne mal an und klicke auf Weiter und dann bekomme ich erst einmal einen Kommando für meine Kommandozeile, für mein Terminal und das bedeutet für mich, okay, ich muss mich erstmal über SSH oder wenn ihr PuTTY benutzt oder ein ähnliches Programm, könnt ihr das natürlich nutzen, um euch via SSH auf euren Drucker zu connecten und dann müsst ihr das Kommando dort einfach nur nochmal einfügen, ausführen und dann seht ihr, wollt ihr das Ganze direkt jetzt verbinden, sobald die Installation durchgelaufen ist. Das heißt also, wenn die Installation fertig ist, bekommt ihr unten nochmal eine Frage. Möchtest du den Drucker jetzt mit Octo Everywhere verwenden? Ich sage jetzt hier ja, weil ich sage, okay, ich möchte das jetzt direkt durchführen. Und dann hatte ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie was in Octo Everywhere machen. Das war mein kleiner Denkfehler, den ich beim ersten Mal hatte und habe das Terminalfenster zugemacht und bin in Octo Everywhere gegangen und habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Nein, ihr bekommt danach nochmal in Octo Everywhere, in dem Plugin, was ihr installiert habt, im Terminal, nochmal einen Code und eine URL angezeigt. Die URL ist octoeverywhere.com/code und den Code müsst ihr dort logischerweise dann eintragen. Haben wir dann dort den Code eingegeben, müssen wir dem Drucker noch einen Namen geben. So müssen wir nicht, aber machen wir jetzt hier an der Stelle. Ich nenne meinen Drucker hier wohlbekannterweise Deadpool, weil der Drucker auch mit deadpool.local bei mir hier im lokalen Netzwerk aufrufbar ist. Und dann habe ich auch schon eine Domain, über die ich den Drucker quasi aufrufen kann, nämlich deadpool.octoeverywhere.com. Und diese Domain kann ich dann später auch in meiner App einpflegen und damit dann entsprechend den Drucker mit der App verbinden, um ihn dann quasi von hier aus, von überall aus quasi zu kontrollieren. Aber man sieht schon, wenn ich jetzt hier auf Connect gehe, dann bekomme ich zwar die typische Mainzelt-Oberfläche angezeigt, allerdings ist die Domain dann die eben erwähnte deadpool.octoeverywhere.com-Domain und nicht mehr die deadpool.local-Domain. Natürlich sind die Drucker auch über Octo Everywhere korrekt abgesichert. Das bedeutet, dass nicht jeder, der die Domain hat, auch auf eure Drucker zugreifen kann. Das wäre natürlich noch schöner, wenn das gehen würde. Nein, Octo Everywhere, das Team von Octo Everywhere hat natürlich gute Arbeit geleistet und die Drucker natürlich abgesichert. So könnt nur ihr im Prinzip auf eure Drucker zugreifen. Es sei denn, ihr teilt einen Link für den Livestream zu euren Druckern. Das könnt ihr über das Dashboard von Octo Everywhere machen. Das ist dann ein Link, der ist 7 Tage gültig. Den teile ich zum Beispiel mal auch jetzt regelmäßig immer wieder mit meinen Patreonen. Das heißt also, in den einzelnen Kanälen im Discord, den Link dazu blende ich euch auch nochmal hier unten ein, können die Patreonen die einzelnen Drucker für 7 Tage dann nochmal im Livestream beobachten, wenn sie das möchten. Das ist nochmal ein Feature, das dann zusätzlich noch hinzukommt. Wenn ihr das Ganze jetzt mit einer App verbinden wollt, dann müsst ihr auf eine neue App switchen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel mal für die Octoprint-Drucker Octopod und das funktioniert nicht wirklich mit Clipper, deswegen brauche ich hier zum Beispiel mal Mobile Raker und da habe ich jetzt meinen
Drucker schon mal den Deadpool entsprechend hinzugefügt. Das ist auch relativ einfach. Da sagt ihr einfach nur einen neuen Drucker hinzufügen. Und dann habt ihr unten einen schönen Banner hinzufügen über Octo Everywhere. Ihr müsst euch dann in Octo Everywhere einloggen. Und dann seid ihr eigentlich schon direkt startklar, weil ihr dann nur noch die Clipper-Drucker auswählen könnt. Das war bei mir zum Beispiel mal sehr, sehr einfach, da ich momentan nur einen Drucker in Octo Everywhere habe, der mit Clipper läuft. Und das ist der Deadpool, also der Vron 2.2, der da drüben steht. Und weitere Drucker konnte ich einfach gar nicht auswählen für die App. Das ist also schon mal ziemlich einfach von der Art und Weise, wie man da herangeht. Es gibt aber in Octo Everywhere noch weitere Features, die ihr nutzen könnt. Und eines hat mir letztens wirklich richtig Material gespart, nämlich die Spaghetti Detection bzw. Gadget, die AI Detection von Octo Everywhere. Die hat nämlich erkannt, dass das eine Objekt, was ich im Livestream designt habe, nicht wirklich mehr auf der Druckplatte haftet und dann auch mit der Zeit angefangen hat, die Haftung zu verlieren und Spaghetti zu erzeugen. Und dann hat er den Druck auch automatisch abgebrochen und mir hier auf mein Handy schöne E-Mail geschickt und gesagt, hey, pass auf, da ist ein Print fehlgeschlagen, ich habe den mal gestoppt, damit du nicht so viel Material verdruckst. Das ist natürlich super genial und muss ich sagen, eines der Features, die ich wirklich, wirklich wertzuschätzen weiß mittlerweile. Und ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt mittlerweile auch auf meinem Clipper-Drucker nutzen kann. Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen, die mich so toll unterstützen und die mir helfen, solche Projekte möglich zu machen. Und in diesem Sinne, HODL the Line, Happy Printing und ciao.